Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus von Planet Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euch auch freut, Daumen nach oben da lassen, dann geht's weiter. Zoo der Beschaulichkeit in der Präfektur Yamaguchi. Rettungsmaßnahmen. Dieser Zoo wurde von seinem vorherigen Besitzer aufgegeben. Daher findet man im Zoo der Beschaulichkeiten in der Präfektur Yamaguchi gerade weder Tiere noch Beschaulichkeit. Diesen Zoo wieder zum Laufen zu bringen, wird nicht einfach werden. Aber wenn du die Weltvereinigung der Zoos zoologische Organisationen und ergänzende oder ähnliche Verbände beeindrucken möchtest, wirst du dich ranhalten müssen. Ich hab's schon mal gestartet, aber ich starte es nochmal neu. Denn ich bin pleite gegangen. Relativ doll pleite tatsächlich. Deswegen muss ich jetzt nochmal neu starten. Ich habe das auch aufgenommen und so. Aber ich habe jetzt ein bisschen eine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ja, so ist das Leben halt. Aber gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Also ich bin nicht weit gekommen. Aber das finden wir schon zusammen heraus. Zoo ist wirklich hübsch. Ich berichte mit Stolz, dass unsere Arbeit in den USA die Aufmerksamkeit der Weltvereinigung der Zoos, zoologischen Organisationen und ergänzenden und ähnlichen Verbänden errungen hat. Wir wurden kontaktiert, um bei einem Notfall zu helfen. Ein älterer Zoo in Japan wurde vor kurzem von seinem Besitzer aufgegeben, damit der nicht für die Reparatur bezahlen muss. Ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wer der Vorbesitzer war. Genau, Herr Myers. Dominic Myers? Tut mir leid. Du hast nur nichts gesagt. Mir macht es nichts aus, dir mitzuteilen, dass das nicht der erste seiner gescheiterten Zoos ist, den ich kaufen musste. Ach, zum Glück geht es jetzt allen Tieren gut und sie haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Dort können sie aber nicht immer bleiben. Deshalb müssen wir den Zoo möglichst schnell reparieren, damit sie bald wieder ein Zuhause haben. Obwohl die Riesenschildkröte ihr Zuhause wohl nie verloren hat. Also dann, wir haben viel zu tun und wenig Zeit. Oh, und noch weniger Geld. Wir werden wohl einen Kredit aufnehmen müssen. So, und da bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob wir wirklich einen Kredit aufnehmen müssen. Wir sollen die 7 Tiere, die gerettet wurden, platzieren. Das finden wir gleich noch heraus. Wir müssen erstmal Pause machen. Kannst du anfangen? So, Pause machen. Die sollen wir machen. Dann sollen wir 2 Sterne bekommen und wir sollen die Gehegegrenzen aller Gehege vervollständigen. Später sollen wir dann noch ein bisschen mehr machen. Wir sollen zum Beispiel das Fahrgeschäft, was hier ist, diese Monorail, vervollständigen. Und wir sollen einen Bericht von 3,0 schaffen. Und wir sollen den Zuruf verbessern und später dann auch nochmal die letzten Tiere und den Darlehen zurückzahlen. Genau, es gibt ein paar wichtige Sachen, die wir schaffen müssen. Es gibt etliche Gehege, die hier schon vorgefertigt sind. Alle Gehege sind eigentlich vorgefertigt hier. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wo die ganzen Tiere platziert werden sollen. Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Bäume sind auch teilweise umgekippt. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir haben hier so coole Gehege. Wir haben hier so einen Afrika-Bereich, der ziemlich cool aussieht. Wir haben, das ist natürlich alles asiatisch hier. Wir haben hier den, so einen Bereich für andere Tiere. Hier ist, glaube ich, so ein Affenbereich, wo die Affen oben reinklettern können in das Haus hier. Was sehr, sehr cool ist. Hier ist ein anderes Gehege für Affen auch noch. Für andere Affen auch sehr nice. Hier drüben ist noch ein Gehege, wo eine Plattform, Aussichtsplattform in der Mitte ist, was auch cool ist. Hier drin, hier ist noch ein großes Gehege. Dann ist hier drin was für Vivarien, auch sehr cool. Und ja, so geht es dann voran in diesem Zoo. Ich glaube, das sind so ungefähr die Sachen, die wir haben. Dann haben wir hier ein V-Gehege. Und die sind relativ zufrieden, die beiden. Ich weiß gar nicht, ob die... Wo sind denn die? Hier sollten auf jeden Fall 2 Faunen drin sein. Da ist ein. Und die sind nicht so hundertprozentig zufrieden, aber relativ zufrieden. Den fehlt noch ein Hard Shelter. Das machen wir mal gleich als erstes. Bauen wir den hier einen kleinen Holzrückzugsort. Nur einen kleinen. Mit so ein Ding, wo die sich hinlegen können. Dann passt das nämlich, dann ist es schon 100%. Und dann müssten die eigentlich ein bisschen mehr zufrieden sein als vorher. Jetzt kann ich die gar nicht auswählen, weil ich hier baue. Bisschen mehr zufrieden. Nicht ganz, aber ein bisschen.
Da fehlt noch Lebensqualität und so weiter und so fort. Das finden wir alles heraus. Wasser haben die und die haben auch hier Futter. Naja, sehr gut. Weil wir haben auch keine Mitarbeiter. Wir haben nur, wie nennt sich das hier? Ein Zoopfleger. Den Jack. Und Jack ist ja länger drin geblieben. Außerdem gibt es zwei Eingänge. Das ist noch wichtig zu sehen. Genau. Und wir haben ein Tier im Tierhandelsding. Und das ist ein sibirischer Tiger. Den nehmen wir auch gleich mal auf. Und unsere Tigerdame hier, die werden wir auch gleich in ein Gehege setzen. Und das wird das hier werden. Das wird das erste Tigergehege werden hier. Richtig. So habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Jetzt lass uns mal gucken, wie wir das sonst machen. Denn es gibt hier auch ganz viel Wasser und ganz viel Strom. Und das ist alles kaputt. Und das Einfachste soll wohl sein, die Sachen werden auch in Zukunft weiter kaputt gehen. Deswegen soll man die löschen. Und dann soll man neue bauen. Weil das dann wohl besser funktioniert. Genau. Und das gilt sowohl Wasser als auch Strom. Dass die hier nicht so 100% funktionieren. Dich auch löschen. Machen wir mal so. Müsste ja funktionieren. Und ich lösche den auch nochmal und mache hier ein neues Stromding hin. Ich hoffe, dass das passt. Müsste auf jeden Fall okay sein. Genau, die beiden funktionieren auch nicht. Dann gibt es hier hinten noch ein Stromding, hier unten ein Stromding. Wir müssen nur die Sachen machen, die jetzt auch gerade super wichtig sind. Und die hier finde ich ja super wichtig. Geht das nicht? Das Terrain ist viel geschlagen. Warum? Das verstehe ich nicht. Eben war doch hier noch einer drin. So, dann bearbeite ich den und baue den jetzt hier wieder hin. Das will er scheinbar nicht so. Machen wir den dahin. Ist auch völlig egal. Hauptsache, die können da hingehen. So, dann ist das bearbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht, wo noch Strom ausgefallen ist. Hier unten. Was ist mit hier unten? Der sollte auch nicht funktionieren. Genau. Die sind halt alle kaputt, die Dinger. Das ist halt das Doofe hier in dem Zoo. Das passt. Ich glaube, ein Wasserding habe ich hier nicht, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Strom. Wo brauchen wir noch Strom? Wo funktionieren die noch nicht? Hier unten ist einer drin. Gruppe auswählen. Bearbeiten. Löschen. Denn das können die Mechaniker nicht alles fixen. Leider. Hier ist auch noch einer. Gruppe auswählen, bearbeiten. Den löschen. Geht aber gar nicht. So. Da sollte auch der Weg verbunden sein, ne? Ja, wunderbar. So, und wo noch? Hier unten funktioniert er auch nicht.
Gruppe bearbeiten. Löschen. Das ist auf jeden Fall so das Erste, was man macht. Habe ich herausgefunden, dass man das machen muss. Oh nee. Wenn ich den da zur Gruppe hinzufüge, dann kann ich den hier nicht platzieren. So ging's. Ja, und ist auch verbunden. Gibt's noch irgendwo Strom, der ausgefallen ist? Lass uns kurz gucken. Die ganzen Tierpflegerhütten sind geöffnet. Die kosten erstmal gar nichts, sehe ich gerade. Infrastruktur, das sind die hier. Hier ist noch einer. Der ist auch im Eimer. So wie das aussieht. Da stellen wir dann einen neuen hin. Genau. Geht das nicht? Oh mein Gott. Also manchmal will das Spiel mich auch trollen, habe ich so ein Gefühl. Wieso funktioniert das denn hier nicht? Gruppe bearbeiten. Das lösche ich. Und dann würde ich gerne hier eins wieder hinstellen. Aber das geht dann nicht. Wieso nicht? Dann geht das. Okay. Ja, dann ist alles gut. Haben wir hier das Wasser? Ist ja auch kaputt. Ja, das ist auch im Eimer. Dann können wir hier nochmal ein Wasserding machen. Genau. Sehr gut, gucken wir nochmal. Wir haben keine Tierpfleger, die sich hier um die Leute kümmern. Das ist auch okay. Quarantänebereiche. Lass mal nur den kleinen Quarantänebereich öffnen. Ich weiß nicht, ob das Geld kostet, wenn die offen sind hier. Brauchen vielleicht auch erstmal nur ein Ding von den ganzen Sachen hier. Lass uns hier den suchen, der am besten platziert ist. Ja, die sind alle gleich schlecht platziert. Oder gleich gut. Den mache ich mal zu. Okay, gucken wir nochmal. Infrastruktur, die sind alle repariert. Dann haben wir Wasseraufbereitungsdinger. Die nicht... Denen es nicht so gut geht. So, Gruppe auswählen. Bearbeiten. Dich löschen. Einrichtung, Wasser. Sehr gut. Dann hat das funktioniert. Fehlgeschlagen, Wegabschnitt. Okay, scheinbar ist das egal. Der ist scheinbar immer mit dem Weg verbunden oder so. Kann das sein? Weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr den ja da trotzdem reparieren. Und wo ist der letzte, der hier kaputt ist? Sind natürlich auch noch viele von den Sachen hier kaputt. Aber das gucke ich mir dann nochmal an. Hier hinten ist eine Wasseraufbereitungsanlage, die noch kaputt ist. Ja. Weil wenn die dann repariert sind, beziehungsweise wenn die dann weg sind, dann ist ein bisschen entspannter für unsere Mitarbeiter hier. Okay, warte mal. Ich glaube, wir können den nochmal genau einen höher machen. Und machen nochmal so. Sehr gut. Dann haben wir das auch.
Nice, nice, nice. Die haben wir alle gemacht. Dann haben wir hier ganz viele Geldautomaten. Die sollen alle mal angepasst werden. Die sollen alle Geld kosten. Die haben nämlich auch technische Probleme. Einige von denen. Beziehungsweise die meisten. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die hier ausmachen, die am schlechtesten sind. Erstmal zumindest. Ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht. Und die müssen wir eigentlich ersetzen. Genauso wie wir hier die Sachen ersetzen müssen. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Wir brauchen auf jeden Fall Mitarbeiter hier. Techniker. 1, 2. Wovon der eine sich nur um technische Probleme bei Fahrgeschäften? Nee, auch nicht. Ja. Der soll sich nur um die Vandalismus und Einrichtungen reparieren kümmern. Und weniger Geld brauchen die auf jeden Fall. Und du brauchst dich nicht um Vandalismus kümmern. Dann repariert er keine Bänke, dann macht das dann nur der. Dann haben wir die schon mal. Brauchen nochmal 2 Zoopfleger. Ich glaube, hier kann ich mit dem Geld nicht so viel machen, ne? Nee. Die sind immer so. Was brauche ich noch? Ich brauche einen Tierarzt. Mach ich mal nur einen. Ich brauche einen Tierpfleger. Und das war's eigentlich. Genau. Jetzt habe ich da auf jeden Fall ein bisschen Geld gespart. Und irgendwo hier gibt es ein Stromding, wo eigentlich ein Wasserding stehen müsste. Weil hier ist kein Wasser drin. Deswegen muss hier in der Nähe irgendwo ein Stromding sein. Was eigentlich ein Wasserding sein sollte. Ich weiß nicht, wenn du weg bist. Wie sieht das aus mit Strom? Dort auf jeden Fall, da nicht. Ist es anders, wenn das zurück ist? Ja. Okay. Schade eigentlich. Da hätte ich auch gerne ein Wasserding gehabt. Aber gut, müssen wir mal so lassen. Ich dachte halt, es gäbe hier eine Stelle, wo man eine Wasseraufbereitung noch machen kann. Die ja noch relativ wichtig sind. So, die gehen auf jeden Fall hier durch die Gegend. Hier brauchen wir nicht so viele Bäume haben. Ich meine, sie kostet das Geld, wenn die weggehen. Das kostet Geld, okay. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier den Tiger rein. Genau. Sibirischer Tiger. Und da brauchen wir dann auch noch brauchen wir auch noch das hier. Erstmal ein kleines Fresstablett und ein kleines Wasserding. Ich lasse die Sachen jetzt erstmal da. Einfach um zu gucken, wie der Tiger reagiert auf die Sachen hier. Ob er das gut findet oder nicht. Also die Leute werden nicht so viel sehen können. Die Bäume sind auch alle umgekippt. Aber es nützt ja nichts. Also es macht ja nicht so viel, dass die Bäume umgekippt sind. Das macht ja keinen Unterschied. Eigentlich. Aber es ist trotzdem ganz nett, wenn die wieder stehen. Die Bäumchen. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Übersicht in dem Gehege. Der Herr Meyers, da hat er diesen Zoo verlassen hier. Wahrscheinlich auch, weil ich ihm nicht mehr helfen konnte. Ich finde die Story ganz nett. Also mir macht die Kampagne auch Spaß, die ist abwechslungsreich. Manchmal sind die Sachen so ein bisschen sehr schwierig zu erreichen.
Oder blöd, wie mit zum Beispiel, wenn so eine Inspektorin kommt und dann dauert das halt wieder ein Jahr. Aber sonst generell sind die Sachen eigentlich ganz cool. Und es ist auch herausfordernd. Also wenn ihr die Kampagne noch nicht gespielt habt, und das Spiel habt, kann ich euch das mal empfehlen, da mal die Kampagne zu spielen. Macht auf jeden Fall Spaß. Sehr gut, jetzt sind die Bäume auf jeden Fall alle wieder hingestellt, glaube ich. Oder? Müssten eigentlich hingestellt sein, die meisten. Dich noch nicht. Jetzt dich aber. Sehr gut. Hier haben wir auch noch den Baum. Das kostet ja zum Glück kein Geld, die hinzustellen. Und ich habe mir schon überlegt, wo die Tiere hier alle rein sollen, die wir kriegen. Wir werden jetzt nämlich unterwegs noch ein paar Tiere mehr kriegen. Wir brauchen auch gar keine Tiere kaufen. Ich glaube, wir kriegen alle. Weiter habe ich zumindest nicht gesehen, das Spiel. Weiter durfte ich nicht spielen, weil ich dann pleite gegangen bin. So. Das Schild hier stellen wir auch mal hin. Sehr gut. Was dann noch fehlt hier in dem Zoo? Das sind Donation Boxes. Und auch Bildung. Da haben die gar keinen. Aber das macht jetzt gerade nichts. Jetzt gerade wollen wir hier nur die Sachen einstellen. Bildung hier. Und Bildung auch hier drüben. Weil, ihr wisst ja, gebildete Leute spenden mehr. Machen, dass das hier nicht überlappt. Jetzt überlappt das nur ganz, ganz wenig. Da kann ich das Ding ja auch hier platzieren, ne? Dann kann ich sogar zwei noch mehr machen. Nice. Umso mehr Platz haben wir, um zu hören. Du musst jetzt den Pfau erforschen, damit wir da ein bisschen Enrichment kriegen. Damit er noch ein bisschen glücklicher wird. Weil aktuell ist das Tierwohlbefinden nicht so mega gut. Die soziale Gruppe ist auch nicht so groß. Achso, weil er gerne mehr sein möchte. Okay. Ich glaube, wir sind bereit, um Play zu machen jetzt. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen gemacht. Und soll natürlich den Zoo öffnen. Alles andere macht gar keinen Sinn. Und ich stelle das so ein. Auch wenn ich den gerne über Nacht sehen wollen würde. Aber ich stelle den noch so ein, dass man sieht, wenn hier das Let's Play läuft. Ganz genau. So, der wird jetzt alle Sachen hier erstmal reparieren. Wir haben wenig Geld, das weiß ich. Gehegebarriere ist beschädigt. Mutwillig zerstörte Objekte. Techniker hat sich schon lange nicht mehr um das Gehege gekümmert. Aber es ist okay, das Gehege. Genau. Man könnte noch mit Workzones arbeiten. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich glaube tatsächlich, dass wir in diesem Zoo noch einen Techniker mehr brauchen. Bin mir gerade unsicher. Der Tiger kommt. Und mit dem Tiger sollten eigentlich auch noch Besucher kommen. Genau, jetzt kommen die ersten Besucher an. Weiß jetzt nicht, bist du zufrieden? Bist sehr zufrieden tatsächlich. Natalia. Da fehlt jetzt noch Enrichment, also Unterhaltung hier, Lebensqualität. Aber sonst ist die eigentlich zufrieden. Krass. Ist das passierbarer Bereich alles hier? Krass, 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 krass. Kann nicht entkommen. Stabiler Rückzugsort hat sie auch. Cool, dann haben wir schon mal das erste Tier drin. Dann kommen hier die nächsten Tiere. Das sind die beiden Nilwarane. Ich muss hier einmal nochmal die Bildung machen. Hatte ich hier nicht, doch genau. Wisst ihr, gebildete Leute spenden mehr. Denn das Problem wird, es ist erstmal Geld. Wenn wir das haben, wird alles besser. Wir haben die Nilwarane, für die gibt es hier dieses Gehege, was auch sehr, sehr cool ist. Weiß jetzt nicht, ob wir die direkt an den Zoo senden sollen, aber je mehr Tiere wir haben, desto mehr Besucher kriegen wir, ne?
Und dann können wir das eigentlich direkt machen. Dann bräuchten wir nochmal ein paar Spendenkästchen. Sind ja auch wichtig. Sehr gut. Ich glaube, wir haben das mit den Gehegebarrieren geschafft. Das haben unsere Techniker gemacht, ganz genau. Und dann ist es dicht dran, dass wir noch einen Tierpfleger mehr machen. Und für dich mache ich jetzt eine Arbeitszone hier. Vivarien brauchst du nicht. Das ist deins. Und auch der Tiger ist dein Bereich. Und dann brauchst du hier irgendwo, gibt es nämlich eine Tierpflegerhütte. Also erstmal gibt es hier einen Mitarbeiterbereich, der deiner ist. Und dann gibt es hier auch Tierpflegerhütten. Da muss ich natürlich sehen, wo. Wo ist die nächste Tierpflegerhütte? Kann ich mir die anzeigen lassen? Mitarbeitereinrichtung. Hier hinten wahrscheinlich, oder? Forschungszentrum. Tierpflegerhütte klein. Ich muss mir die anders anzeigen. Mitarbeiterraum, Arbeitsbereich. Ja, die sind ja egal. Wo ist der? Der ist hier. Der ist dort hinten. Der ist dort und der ist hier hinten. Den großen, den werden wir jetzt erstmal schließen. Der ist nicht wichtig erstmal. Dann ist es hier Mitarbeiter. Man sieht halt auch nichts, ne? Hier vorne. Und wo ist der? Der ist ganz weit hinten. Der ist auch hier vorne. Achso, das ist der, den wir brauchen. Unten ist der, okay. Gucken wir uns das nochmal an. Da. Tierpflegehütte. Sehr gut. Jetzt kümmert nur der sich darum. Und jetzt kommen nämlich hier die Warane. Jetzt habe ich natürlich kein Geld für die Warane. Das wäre noch gut gewesen, wenn ich das noch geschafft hätte. Geld zu haben, um den Futter und Wasser zu geben. Aber gut, vielleicht klappt es ja trotzdem. Mitarbeiter, sind die alle... Sind die alle günstig? Noch nicht, ne? Du bist auch noch nicht günstig. Hätte ich alles mal machen müssen. So, die nächsten Tiere, das sind zwei Wölfe, die wir gekriegt haben. Dann lass mal gucken, ob das hier klappt. Hier gibt es Geräusche über die Nivarane. Gibt es hier auch. Weiß nicht, ob das sich überhaupt nicht überschneiden darf oder ob das im Gehege okay wäre. Weil da hören die Leute ja nicht. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Leute das okay finden, wenn hier 5 und 3 bezahlen sollen. Weil noch haben wir ja auch keine Fressbuden oder so. Es gibt halt zwei Eingänge, das ist so ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich die schließen kann hier. Nee, geht leider nicht. Technisches Problem. Technisches Problem. Weil hier gibt es sonst noch ein Herz Fantastic. Galpi Energy. Und hier würde es noch ein Pizza Pen geben und ein Infocenter. Wir wollen halt. Ich glaube, da muss ein Techniker kommen. Und die sollen auch synchronisiert werden. Die kosten auch 10 Cent. Für einen Klobesuch. Weil man kann drüber nachdenken. Die Leute wollen ja auch was zu essen haben. Was schnabulieren. Weil zwei Verkäufer vielleicht. Weiß nicht, ob die weniger Geld vertragen. Nee. Dann machen wir einmal den Pizza-Pan auf.
Und einmal den Galpi. Dann auch synchronisieren hier und die Preise ein bisschen höher machen. Und auch bei dem Pizza Pen. 10 Cent mehr ist doch alles gar nicht so schwer. Die kaufen es ja trotzdem, die Leute. Und dann wäre es gut, wenn wir die hier ersetzen könnten. Beziehungsweise unsere Leute, die reparieren können. Weil sonst schmeißen die Müll hier durch die Gegend. Aber die Leute wollen was kaufen, von daher passt das. Und dann hoffe ich mal, dass die hier gut was spenden. Ein bisschen spenden die. Ich könnte jetzt den Kredit aufnehmen, von dem sie gesprochen hat, aber ich möchte das eigentlich nicht. Wir haben die Wölfe. Das hier ist das Wolfsgehege, so viel ist ja schon mal klar, ne? Da weiß ich auch nicht, ob wir hier das Wasser wirklich brauchen. Oder ob das egal ist. Okay, kontinuierliche Ausgaben sind Lohn und Stromkosten. Warte mal. Gibt es hier nicht Stromdinger, die wir nicht brauchen aktuell? Den hier hinten zum Beispiel. Wenn ich den abstelle, wird das alles rot. Das ist ja noch kein Problem. Auch die beiden sind dann aus. Dann gibt es hier hinten, glaube ich, noch irgendwo, wo wir das nicht brauchen. Weil wir haben ja woanders noch Mitarbeitersachen. Also wenn ich die beiden ausmache, weil hier haben wir ja noch gar keine Tiere reingemacht. Und hier ist Strom drin. Könnte uns auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen. Denke ich. Der Strom muss an sein. Oder? Dann ist hier das Gehege nicht. Nicht mehr mit Strom. Das heißt, wenn ich den hier umstellen würde. Bis hierhin. Und dann nochmal ein bisschen größer mach. Dann sparen wir Geld. Und das ist alles aus. Der ist sowieso aus. Müssen halt gucken, dass wir ein bisschen Geld sparen. Und wie wir das am besten machen. Ich glaube, den hier unten kann ich auch nochmal ausmachen, ne? Genau. Okay, lass mal gucken, ob das besser läuft. Weil dann sollten die die Stromkosten runtergehen. Fahrgeschäft hat keinen Strom, ich weiß. Meinst du, hat keinen Sicherheitsdienst für Verbrechen? Das weiß ich eigentlich auch. Jetzt habe ich 2. Naja. Dann haben wir halt 2. Sorgen die dafür, dass ihr das Verbrechen schläft. Einrichtung hat keinen Strom, das weiß ich. Strecke ist unvollständig, mehrere mutwillig zerstörte Objekte. Okay, mehrere Probleme bei Sachen. Die hier hat keinen Strom, na, das weiß ich. Hat auch keinen Strom, ist geschlossen. Habe ich die nicht zugemacht? Nein, wenn die keinen Strom haben, sind die auch zu, dann passt das. Dann solltest du vielleicht mal... Ja, weiß ich gar nicht, was du erforschen sollst. Gar nichts. Gar nichts erstmal. Die wichtigsten Sachen sind ja erforscht. Also hier ist die Eisen... Die Einbahnschiene. Cool. Die startet also hier. Wir müssen uns für den Nilwaran nochmal was ausdenken, weil der hat aktuell noch kein Futter. Das geht eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich noch mehr Futter haben für den. Wie geht's dir denn?
Hier sind jede Menge Sachen kaputt. Ganz schön viel kaputt bis jetzt. Dieser Zoo ganz okay. Okay, da füttert die auch so. Und trinken, glaube ich, können die das Wasser, in dem sie schwimmen. Dann passt das. Und wenn er die eh so füttert. Das ist halt nicht gut, die so zu füttern, aber besser als gar nichts. Qualität der letzten Mahlzeit, ja. Ich muss halt gucken, dass wir nicht zu doll ins Minus abrutschen. Wir hatten nämlich viel kontinuierliche Ausgaben. Und wenig Einnahmen. Verhältnismäßig wenig Einnahmen. Da müssen wir nochmal kurz gucken. Wo haben wir denn Strom? Hier vorne haben wir überall Strom. Hier vorne gibt es, glaube ich, auch Läden, die wir nochmal aufmachen können. Ist das ein Getränkeladen? Das ist ein Galpi Soda. Das ist ein Monsieur Frito. Machen wir hier gleich ein bisschen hoch. Die Preise. Und auch beim Galpi. $5,35 dann. Und der kostet $5,50. Wenn die beiden offen sind, brauchen wir natürlich Verkäufer. Aber wir kriegen dann auch mehr Geld dadurch. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Lass mal den Weg wegmachen. Wo gehen die denn hin, unsere Mitarbeiter? Warum machen die das nicht da? Das verstehe ich gar nicht. Ist auch egal. Also ich koste das eigentlich Geld, wenn ich das hier mache. Ich finde es halt blöd, wenn da Gras durchwächst. So, niedriges Wohlbefinden. Es gibt Tiere im Menü. Veterinärsforschung, sehr gut. Für den V. Das ist schon mal der Anfang. Weil wenn wir den V glücklich machen müssen, wir verlieren einfach zu viel Geld. Wir haben den Kredit. Im Übrigen über 50.000, den ich aufnehmen könnte. Das weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Ich kann auch noch die Tiere, die extra Tiere aufnehmen, die Wölfe. Das würde machen, dass wir hier mehr Besucher kriegen, ne? Okay, Panzernashorn und Niala ist das nächste. Lass die beiden erstmal in die Quarantäne bringen. Genau. Die beiden Wölfe. Wenn die erstmal in der Quarantäne sind, ist das schon mal die halbe Miete. Und dann weiß ich nicht, wie sieht's denn aus jetzt mit den Ausgaben? Lohnkosten, die bleiben ja wahrscheinlich so hoch. Die Stromkosten sind runtergegangen. Dafür ist Tierfutter hoch. Gehegereparatur. Gut, das Tierfutter ist halt hochgegangen, ne? Die Stromkosten gehen runter. Müssen wir mal gucken. Szeneriebetriebskosten. Weiß nicht, welche das sind. Aber das Geld könnte man sich auch noch sparen. So, die Wolfis sind jetzt hier im Dings drin. Kann ich dem noch Hallo sagen? Nee. Du hast Hallo. Okay. Hier sind die Leute, die pressen sich hier an die Verkaufsstände. Ich verlange jetzt einfach viel mehr für die Sachen. Vielleicht kaufen die es ja immer noch. Gefühlt ist es ja so, dass die Leute, dass denen völlig egal ist. Und die einfach alles kaufen hier. Ist halt doof, Galpi Wassermelone teurer zu machen als die anderen Sachen. Wir brauchen einfach Geld. Das ist wichtig. Reporterin ist da. Lass machen, dass hier kein Gras durch den Weg scheint. Das ist so das, was ich noch nebenbei machen kann. Der V hat gerade sein Rad geschlagen hier. Und hier fehlen noch Mülltonnen. Sind die eigentlich repariert hier? Okay, nice. Die eine Bank wurde repariert auf jeden Fall. Brauchen auch ein paar Mülltonnen, die hier repariert werden. Das wäre vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig.
Ich verlange einfach nochmal ein bisschen was für die Sachen hier. Pizza Pen hat auch zugemacht. Salami. 8,30. Ganz genau. Vier Käse kostet immer mehr. Okay. Die Wölfe, sind die jetzt... Sind die cool? Die sind cool. Lass die beiden mal mitnehmen. Und dann platzieren wir die im Wolfsgehege. Heißt das hier V eigentlich? Auch ja. Wölfe. Und dann lass mal gucken, ob das besser funktioniert. Wir haben halt keine Spendenkästchen dann für die. Das ist halt das Einzige, was blöd ist. Da läuft auf jeden Fall ein Wolf schon mal durch die Gegend. Und hier kann man Wölfe gucken dann. Drüber lesen. Bleibt nur die Frage, ob das gut oder schlecht ist hier. Du bist auch ganz umgekippt. Stellen wir dich auch mal hin. Schwuppdiwupp. Sehr gut. Und hier unten ist Wasser drin. Das ist falsch. Das ist ja deren Höhle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich den Kredit aufnehmen muss. Dass ich das nicht schaffe ohne. Ich glaube, die Wölfe, sind die zufrieden sonst eigentlich? Ah, die sind tatsächlich sonst zufrieden. Mit dem Gelände. Ja. Bisschen mehr Erde geht auf jeden Fall. Anstelle von dem ganzen Felsen hier. Und als Gras lang auf jeden Fall auch. So. Jetzt sind die mehr zufrieden. War jetzt nicht sonderlich viel oder so. Wenn die keine Stelle zum Spenden haben, ist das echt blöd. Okay. Hier spenden die sowieso nicht. Spenden die vielleicht hier. Wie sieht's denn jetzt aus mit unseren Kosten? Kontinuierliche Ausgaben. Sind die Lohnkosten, die uns Probleme machen. Vielleicht sollten wir den feuern hier. Tut mir leid. Und du kostest eigentlich auch zu viel hier. Dann kann ich einen neuen Zupfleger einstellen, der günstiger ist. Gehegebarriere beschädigt. Das Ding ist, mit 25 Meldungen musst du halt echt gucken, was, wo das Problem liegt. Die kosten alle 0 hier. Wie sieht's hier aus? Halleluja. Der Transformator kostet was? Betriebskosten 1000 irgendwas? Warum? Achso, weil er so viele Sachen in Anspruch nimmt. Der hat Betriebskosten 0, weil er aus ist. Und hier sind welche, die kaputt sind. Hatte ich den hier nicht ersetzt? Müsste ich eigentlich haben. Gab es hier irgendein Gebäude, was wichtig war? Für den hier? Tatsache, war nicht. Das sind alles andere Gebäude, die da wichtig sind. Man macht ja nichts, ne? Weniger Geld für uns. Geben wir aus. Der hat keinen Strom. Das ist ja völlig okay. Wie sieht es denn sonst aus mit Wasserdings? Die kosten 100. Irgendwo, wo das Wasser nicht benutzt wird. Hier bei dem hier zum Beispiel. Oder ist das, weil er keinen Strom hat? Er hat ein technisches Problem. Du bist nicht wichtig. Kannst trotzdem mal den Techniker rufen. Hier ist auch noch Wasser, was weg kann. Der ist aus. Der sollte an sein. Hier fehlt einer. Der hier kann eigentlich auch aus jetzt gerade. Das ist, glaube ich, nicht wichtig hier, das Wasser. Genau, weiter geht's. Gucken, ob wir die Kosten stabilisieren kriegen.
glaube nämlich, dass wir ganz viel Müll, ist ja widerlich, ich wünsche eine Toilette finden. Preis für die Tickets ist einfach klasse. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal 8 und 4 einnehmen. Vielleicht klappt das dann. Ein bisschen besser mit dem Geld. Und ansonsten müssen wir den Darlehen aufnehmen. Das könnte auch noch ein Problem werden. Drehen die um? Nee, die gehen rein. Bezahlen. Sehr gut. Sonst muss ich ein Darlehen aufnehmen. Die Sachen werden ja langsam repariert hier von unseren Mitarbeitern. Gucke ich mal, wie es läuft mit dem Geld. Ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne den Daumen nach oben da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut es mal rein. Tschüss.